Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video. Noch heute was richtig Dummes. Ich werde es wahrscheinlich bereuen. Aber wir machen es trotzdem, weil langsam kriege ich auch ein bisschen Langeweile. Ich bin schon mein Leben lang blond. Ich habe zwar von Natur aus eher so ein, wie ihr seht, warmes, dunkelblond. Und meine Spitzen sind halt blonder, heller gefärbt. Bin auch eigentlich komplett Team Blond bei mir. Ich habe aber auch noch nie was anderes ausprobiert. Deshalb habe ich mir das hier gekauft. Das ist ein Washout. Ich hoffe, dass es sich auch wirklich rauswaschen lässt. Jetzt hier die Farbe tiefes Braun. Es gab auch irgendwie mittleres Braun oder so, das wollte ich eigentlich nehmen, aber da haben so viele in die Kommentare geschrieben, dass es einfach nur so orange-rot geworden ist. Deshalb war ich jetzt in der Hoffnung, dass das hier wirklich braun wird. Es gibt auch geteilte Meinungen zu diesem Produkt. Also es gibt Leute, die sagen, total cool, um mal was Neues auszuprobieren. Und es gibt Leute, die sagen, lol, es wird richtig schlimm und mach's nicht. Diese Sachen habe ich erst gelesen, nachdem ich es gekauft hatte. Und deshalb ziehen wir es jetzt durch. Sagt tschüss zur Blondine Maggie für heute. Das Ganze soll bis zu 8 Haarwäschen aushalten. Morgen ist allerdings Nils Geburtstag. Also wenn es jetzt richtig schlimm aussieht, muss ich wahrscheinlich heute den ganzen Tag in der Dusche verbringen und meine Haare waschen. Nein. Das wird schon, das wird schon. Das wird, oder? Erstmal muss ich mein Haar waschen, dann Handschuhe anziehen und dann das Produkt direkt auf dem feuchten Haar anwenden. Dann machen wir erstmal. Ich habe so Angst. Aber erstmal muss ich jetzt waschen. Okay, ich bin ready. Ich bin ehrlich, damit ihr auch alle Infos habt. Auf der Packung steht eigentlich, dass diese Farbe empfohlen wird für Leute, die schon braunhaarig sind und nicht blond. Ich mache es irgendwie trotzdem, weil ich habe das irgendwie erst gelesen, als es hier war und deshalb mache ich es jetzt trotzdem. Ich wollte früher schon immer mal wissen, wie ich mit braunen Haaren aussehen würde. Und jetzt werde ich es eventuell erfahren, falls die wirklich braun werden und nicht rot oder so. Ja gut. Wo fange ich denn an? Was würdet ihr sagen? Hier oben? Ich habe mir hier so einen Spiegel hingestellt. Das ist übrigens noch nie gemacht. Sieht irgendwie lila aus, oder? Naja, jetzt ist eh schon zu spät. Vielleicht machst du so mit den Strähnen. Sieht schon ein bisschen lila aus, ne? Oh Gott. Und dann habe ich lila eine Haare. Oh nein. Oh mein Gott, meine Mutter wird mich so hassen. Das sieht schon extrem aus, ne? Das wird auf jeden Fall jetzt keine kleine Veränderung. Nee, jetzt wird mich so auslachen, wenn die rot werden. Oh mein Gott. Sieht doch schon mal ganz gut aus, oder? Also wenn das hier schief geht, gebe ich ein bisschen der Schuld auch Laura. Liebe Grüße an Laura an der Stelle. Sie hat nämlich letztens in ihrer Story gepostet, dass sie Bock hat, ihre Haare zu färben. Und dann habe ich sie so hochgepusht. Und dann hat sie mich aber auch gepusht, meine Haare aufzufärben. Und dann war ich so, ja okay. Sie war so, Maggie, guck mal, du kannst doch alles mal ausprobieren. Und so, ich war so, ja, du hast recht. Wenn das schief geht, ne? Oh mein Gott, das sieht so lila aus. FaceTime auf jeden Fall gleich mal meine beste Freundin. Ich habe das Nils übrigens nicht erzählt, dass ich das mache. Der ist noch im Schlafzimmer. Ich habe ihm nur gesagt, dass ich ihn vielleicht mal für einen kleinen Clip aufnehme. Also so sehe ich schon mal aus, wenn ich schwarze Haare hätte. Ich glaube, wir sind uns einig, dass das keine gute Idee ist, oder? Wir haben auch immer noch keine Gardinen. Also, es blendet ein bisschen, aber eventuell sind gegenüber Nachbarn, die mir gerade dabei zusehen, wie ich die dümmste Entscheidung ever treffe. Mein ganzes Gesicht wird einfach lila, ich sag's euch. Meine Haare werden lila, mein Gesicht wird lila, alles wird lila. Das Ganze wirkt jetzt 20 bis 30 Minuten ein. Ich habe mittlerweile meine Haare ausgewaschen und mich neu geschminkt. Hab noch nicht so richtig geguckt, wie es eigentlich aussieht. Und das machen wir jetzt zusammen. Nils ist mittlerweile auch wach und ich habe ihm gesagt, er soll sich fertig machen und dann hier ins Wohnzimmer reinkommen und dann ready sein, um kurz aufgenommen zu werden. Oh mein Gott. Sie sind wirklich rot. Aber irgendwie auch nicht. Also es ist irgendwie so ein... Also in der Kamera sieht es rot aus. In echt sieht es irgendwie wirklich braun aus. In der Kamera sieht es, oh mein Gott, in der Kamera sieht es so viel röter aus als in echt. Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung, wie es aussehen wird, wenn es trocken ist. Obwohl ich dachte, dass es andersrum sein würde, habe ich das Gefühl, dass meine Ansätze, wo ich quasi meine Naturhaarfarbe habe, dass die am stärksten geworden sind und auch am braunsten. Und nach unten hin wird es so ein bisschen heller, wisst ihr? Aber vielleicht sieht es ja auch ganz cool aus. Vielleicht hat es ja so ein Ombre-Vibe. Fühl mich jetzt. Komm ich nochmal wieder. Oh mein Gott. Das ist wirklich crazy. Ich sah noch nie so aus. Entweder ich habe unten zu wenig reingemacht oder meine Haare haben es einfach unten nicht so gut angenommen. Aber es ist auch tatsächlich weniger rötlich, als es in der Kamera aussieht. Ein Handyclip. Und blendet euch den jetzt ein. Dann könnt ihr mal sehen, wie es so ein bisschen mehr in der Realität aussieht. Weil die Kamera verfälscht die Farbe gerade schon echt doll. Aber es ist ja mal richtig krass. Ich muss mehr Bronzer benutzen. Ich bin so weiß für diese Haare. Fühlt sich gar nicht an, als würde ich mich selbst angucken gerade. Es ist
ist so krass. Sieht so anders aus. Ich glaube, ich mache mir mal ein paar Locken, so Wellen rein. Was sagt ihr? Also, ich muss sagen, abschließendes Fazit von mir, bevor ich Nils reinhole und ihn reagieren lasse und dann wahrscheinlich nochmal meine beste Freundin facetime. Ich muss sagen, ich kann jetzt noch nichts dazu sagen, wie gut sich das Ganze rauswaschen lässt. Aber so fürs Austesten fand ich es jetzt eigentlich ganz cool. Und ich muss sagen, ja, die Farbe ist anders als erwartet. Ich habe sie mir ein bisschen dunkler und intensiver vorgestellt. Aber sorry, dass ich nicht aufhören kann, rumzufummeln. Ich höre jetzt mal auf. Ich kann euch ja auf Instagram ein bisschen auf dem Laufenden halten. Ich finde es auf jeden Fall eigentlich ganz cool, mal so zu sehen, wie ich als Brünette aussehen würde. Hier nochmal ein bisschen mehr mit Licht und nicht gegens Licht. Ja, komm rein. Was ist deine Haarenfärbung? Ich bin jetzt brünett. Brünett, wie du immer sein wolltest. Hat so einen Rotstich, oder? Ja, ich finde auch, dass es einen ziemlich dollen Rotstich bekommen hat. Du siehst wirklich ganz anders aus. Ganz anders, oder? Ja. Ich kann es nicht über richtig beschreiben. Aber es wäscht sich relativ schnell aus. Also die sagen bis zu... Mir ist das ja, also mir ist das egal, was du mit deinen Haaren machst. Oh. Hauptsache du bist dich selber irgendwo. Und ich finde nicht, das sieht total kacke aus oder so. Sieht aber nicht total kacke aus. Nein. Gehst du mit mir so zu deinem Geburtstag raus? Natürlich. Ich hatte Angst, dass es so richtig fail wird, weil manche haben geschrieben, dass es so richtig lila-rot geworden ist statt braun bei denen. Ja, es tendiert so dazu irgendwie. Also ich finde es auf jeden Fall super interessant und ich finde, jetzt ist die beste Zeit, es auszuprobieren, oder? Weil ich meine, wenn es richtig schlimm gewesen wäre, hätte ich nicht rausgehen müssen. Hm, das stimmt. Ich gehe eh nicht raus. Ich rufe jetzt mal Gina an, guck mal, was Gina sagt. So. Hast du was mit deinen Haaren gemacht? Ja. Oh mein Gott. Ich bin jetzt etwas brünett, mehr oder weniger. Das sieht voll gut aus. Findest du, du bist die Erste, die das sagt? Alle anderen waren so, ja, also ich meine, es sieht auf jeden Fall sehr anders aus. Nee, ich finde, es sieht voll geil aus. Ich finde... Also, das ist so... Du hast so ein bisschen Ombre-mäßig. Ja, aber das ist, weil meine Haare unten ja blondiert sind. Und die haben das nicht so gut angenommen wie oben. Ach so. Aber ich finde das voll cool. Ich finde das voll der Look. Ja, findest du? Also, das ist so voll mal was anderes. Also, die wäscht sich nach so bis zu 8 Haarwäschen wieder raus. Ich habe noch was übrig. Ich könnte noch was reinmachen quasi. Und ja, dann gucken, ob es nochmal doller wird. Weil es soll sich ja eigentlich eh wieder rauswaschen. Dann mal gucken, vielleicht mache ich das noch. Aber... Und du so, oh mein Gott, bist du schwanger? Bist du verlobt? Nee. Ich dachte, was kann kommen? Dann habe ich auch kurz gedacht, oh mein Gott, was, wenn sie sich ein Pony geschnitten hat oder so. Oh nein. Eigentlich wollte ich reingehen ins Gespräch und sagen, every blondie needs a brownie, oder? Und dann dachte ich so, nee, ist irgendwie zu kitschig. Ich finde es, also je länger ich dich angucke, desto besser finde ich. Echt? Ja, wirklich. Oh mein Gott. Ich finde es richtig gut. Ich hätte es nicht gedacht, dass es, mir gefällt es eigentlich auch ganz gut, desto länger ich so mich selbst angucke, weil... Ja. Am Anfang war es halt gewöhnungsbedürftig und es ist auch ein bisschen rötlicher geworden, als es werden sollte. Aber es ist eigentlich auch ganz cool. Also es hat irgendwie was. So ein kleines Update von uns. Wir haben einen ganz, ganz großen Spaziergang gemacht, weil immer noch super viel Schnee liegt und es super schön ist. Und ja, ich habe jetzt beschlossen, weil ich habe bei dem Spaziergang im Tageslicht mal einen kurzen Clip von meinen Haaren aufgenommen, damit ihr mal seht, weil die Kamera hier verfälscht es, finde ich, auch mega durch die Lichtverhältnisse auch immer. Und ich habe mal einen Clip draußen aufgenommen, dann könnt ihr vielleicht ein bisschen besser erkennen, was ich meine mit, dass es so ein bisschen ausgeblasst ist, vor allem nach unten hin. Also es ist nicht wirklich richtig braun geworden. Jetzt sieht es mehr oder weniger gleichmäßig aus in der Kamera, aber ist es irgendwie gar nicht. Auf jeden Fall habe ich halt noch ein bisschen was in dieser Packung drin und wollte ihn einfach heute nochmal YOLO-mäßig alles nochmal draufklatschen, was ich noch habe, weil es reicht nicht aus, um es noch ein zweites Mal zu machen. Deshalb mache ich das einfach nochmal vor allem in die Längen, weil es da ja nicht so gut gehalten hat. Wasche ich es nochmal aus und guck mal, wie es danach ist. Zeige ich euch dann später nochmal. Aber ich muss auch sagen, desto mehr ich mich angucke, also vor allem jetzt so in der Kamera hat es so ein etwas dunkleres Braun als in der Realität und es sieht einfach gar nicht so schlecht aus. Irgendwie finde ich es mal ganz cool. Ich gewöhne mich auch irgendwie langsam dran und ich würde es jetzt nicht immer haben wollen. Ich glaube, ich bin einfach blond, das bin einfach ich, aber ich könnte mir schon vorstellen, das irgendwann mal zu machen für eine Zeit lang, weil das schon irgendwie cool ist eigentlich. Es war auch ein Experiment wert, oder? Ich hätte gedacht, dass es ein größerer Fail wird, das Ganze. Okay, Leute, seid ihr ready für das Ergebnis der zweiten Färberunde? Tada!
Es ist nochmal um einiges dunkler geworden. Es ist immer noch nicht so ein super krasses Schokobraun oder so. Es ist, glaube ich, ganz gut, weil es wäre schon sehr extrem, die Veränderung dann bei mir. Aber auch so ist es schon eine extreme Veränderung, oh mein Gott. Ich wollte übrigens eigentlich geschminkt bleiben, damit der Kontrast nicht so krass ist mit den Haaren, mit meinem ungeschminkten Gesicht am Anfang. Aber mein Make-up hat sich beim Haarewaschen so doll weggewaschen, dass ich dann am Ende die Mascara auch noch mit runtergenommen habe. Ich werde morgen auf jeden Fall nochmal ein paar Fotos machen, um das festzuhalten, weil so schnell werde ich wahrscheinlich so nicht wieder aussehen. Und es wird sich jetzt wahrscheinlich auch immer stärker dann rauswaschen. Aber ich gebe euch da auf jeden Fall auf Instagram mal Updates, wie das mit dem Rauswaschen klappt. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von der Farbe haltet. Ich bin, wie gesagt, Team Blond eigentlich, aber ich finde das auch echt gar nicht so schlecht. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so denkt. Auf jeden Fall ein richtiges Corona-Experiment, ohne Witz. Wenn wir nicht im Lockdown, hätte ich das wahrscheinlich auch nicht gemacht. Mir ist aber so langweilig geworden, dass ich auf einmal auf Ideen gekommen bin. Und jetzt sind wir hier. Und sind braunhaarig. Mich selbst noch voll dran gewöhnen. Das ist so krass. Diese Tönung hat auf jeden Fall einen krassen Rotstich. Man hat es auch beim Auswaschen gesehen, weil die Farbe, die man ausgewaschen hat, war regelrecht lila. Ich werde jetzt die nächsten Tage mal meine dunkle Seite rauslassen. Aber ich werde versuchen, das mal ein bisschen zu fühlen, weil ich werde das nicht so oft haben. Und ich finde es eigentlich ganz cool. Also ich meine, ich hätte wirklich gedacht, dass dieses Experiment ein größerer Fail wäre. Ich würde mich wirklich sehr über einen Daumen nach oben für dieses Video freuen. Auch wenn ihr findet, dass ich öfter Videos dieser Art machen sollte. Und wenn ihr Coco süß findet, gebt mir auch einen Daumen nach oben, wenn ihr Coco süß findet. Ich glaube es immer noch nicht so ganz, dass ich das gemacht habe. Hätte ich echt nie gedacht, aber here we are. Daumen nach oben, Kommentar schreiben. Wir quatschen dort ein bisschen. Ich lese immer alle Kommentare eigentlich in den ersten paar Tagen, wo das Video online ist. Und versuche auf so viele wie möglich zu antworten. Also schreibt mir gerne ein. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video, wo ich wahrscheinlich immer noch ein bisschen braunhaarig bin. Ciao!